Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Tristan, und in diesem Video mache ich mich auf dem Weg nach Osnabrück mit dem lieben Danny, also Tanuki, den kennt ihr ja auch. Es ist Freitag, ja, Nachmittag, Abend, und ich mache mich jetzt schon auf dem Weg zum Danny. Wir werden dort noch ein bisschen an seiner Armee bemalen müssen, denn in Osnabrück ist dieses Mal Full Painted Pflicht, und ja, da muss der ein oder andere Pinselstrich beim Danny noch gesetzt werden. Ja, dann noch ein bisschen Pfeife rauchen, Essen bestellen und einen entspannten Abend verbringen. Und dann geht es am Samstagmorgen auf nach Osnabrück zum Two Dayer. Es gab noch mal ein paar Absagen. Ich hoffe, wir sind jetzt am Ende trotzdem so an die 30 Leute. Und ja, ich werde euch dann auf dem Weg mitnehmen, wie meine Spiele sein werden. Seid gespannt und ganz viel Spaß dabei. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist noch dunkel, ihr werdet nicht viel erkennen. Neben mir der Daniel hinterm Steuer, und ja, es ist 20 nach 7, halb nach 6, und wir sind auf dem Weg nach Osnabrück. Hey Leute, hier ist wieder Tristan von Tristans Tabletop Talk, und wir sind hier schon ordentlich am Vorbereiten. Alles schon im Gange, alles schon da, alle haben sie Bock. Gleich geht's los. Ja, hallo ihr Lieben. Jetzt sieht man uns beide auch mal. Die Sonne ist aufgegangen, und wir sind tatsächlich gleich schon in Osnabrück. Wir haben 7:30. 8 Uhr ist offiziell Einlass, also wir sind super gut durchgekommen. Aber wir dachten, wir fahren halt mal ein bisschen früher los, weil hier liegt tatsächlich auch so ein bisschen Schnee, hat ein bisschen gefröstelt. Und dafür können wir jetzt noch schnell zum Supermarkt düsen, den wohlverdienten Energy kaufen, und dann geht's auch zur Location. So, in der Location angekommen, und hier filme ich euch einmal die Platten ab, und hier ist auch dieser wunderschöne Raum, von dem wir immer sprechen, mit dieser riesigen Glasfront, wo man im Sommer die ganzen Türen aufmachen kann. Das ist richtig, richtig geil. Ja, und Platten können sich auch sehen lassen, wie ich finde. Sieht ganz gut aus, das ist Raum Nummer 1. Und dann gibt es noch einen anderen Raum. Den werdet ihr mit Sicherheit auch im Laufe des Tages sehen. Und schaut euch, guck mal, Metabadu und Power Party habe ich hier direkt auf dem Bild. Und mein Favorit natürlich fürs Turnier, direkt mal Druck aufbauen. Ja, guck mal, da ist er. Er hat mit mir gesprochen. Ja. So. Ihr habt dann einen kleinen Raum noch, und dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Raum, der größeren. Hier sind auch noch ein paar Spielplatten. Patrick und Michelle kennt ihr ja auch beide. Kellerkinder Würfelgetter Ruhrpott Duell. Zwei tot. So. Ja, ich durfte ja gerade gegen den lieben Dennis spielen. Von den Kellerkindern mit seinen Soul Black Gravelords konnte das Spiel 20-0 gewinnen, und ich schaue mal, ob ich ihn jetzt nochmal schnell erwische. So, zweite Runde ist fertig. Und da steht die Creme de la Creme, also Patrick gewonnen, Dempo gewonnen, Kellerkinder marschieren wieder durch. Wer kennt's nicht? Ah, sind auch die Verbrecher aus dem Süden. Draußen wird noch gechillt. Ich konnte mein Spiel auch 16-4 gewinnen, stehe damit also auch 2-0. Und in der nächsten Runde spielen wir Won't Back Down. Und ich bin mal gespannt, wen ich abbekomme. Der Mitspieler aus Runde 3, kein geringer als Patrick. Neben uns Meta Manu und das Axolotl Matti. Roy gegen Dan, hinten Vampi gegen Colin. Paddy spielt gegen Jonesy. Also Henning und Benjamin hinter uns.
Druss und Bosk geben sich die Ehre mit zwei Nahkampfarmeen. Sehr knackige Matchups. Das Spiel gegen Patrick konnte ich 12-8 gewinnen. Danach sind wir geschlossen noch was essen gegangen, haben bei der Location noch ein wenig getrunken und sind dann tatsächlich auch noch ins Osnabrücker Nachtleben eingestiegen. Ich habe beim Jonesy übernachten können mit dem Griechen zusammen, war richtig cool. Hier seht ihr die Kandidaten für Best Painted, da haben wir immer Korn, Nighthaunt, gefolgt von Nörgel von Patrick, gegen den ich ja spielen durfte. Dann haben es auch meine Seraphon geschafft. Und auf dem letzten Bild seht ihr auch den Gewinner vom Best Painted, vom lieben Kowalski, aber nicht Julian, sondern Florian. Und ja, vom Tag 2 gibt es leider keine Videos. Das Handy habe ich vergessen leider zu laden und war auch ein bisschen rüselig. In meinem vierten Spiel habe ich gegen den lieben Matthias Brinkert aus meinem Verein spielen dürfen. Habe alles auf eine Karte gesetzt, das hat nicht funktioniert. Dementsprechend ist es 19-1 für Matthias ausgegangen und im letzten Spiel habe ich unentschieden gegen Ulf gespielt. Am Ende ist es der 6. Platz von 34 Leuten geworden. Damit bin ich zufrieden. Glückwunsch an die Gewinner. Auf dem 1. Platz Colin, 2. Platz Matthias und auf dem 3. Platz ist der gute Dempo gelandet. Insgesamt war es ein Turnier auf jeden Fall mit Höhen und Tiefen und ich hoffe, es hat euch gefallen.